Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Medieval. Wir haben ja in der letzten Folge die Vogelscheuchenfelder absolviert und da ging ganz schön was ab, ne? Wir wurden nämlich von Vogelscheuchen angegriffen und auch von Zombie-Bewohnern. Mussten dazu noch einige Fallen und so weiter ausweichen. Und ich glaube, ich bin einmal in der Folge gestorben. Aber das ist ja auch völlig Wurst, weil wir machen jetzt gleich mal das Nächste. Also, ich habe mich erstmal entschieden, dass wir zu der Kürbisschlucht uns aufmachen. Und danach würde ich zur Zaubererde wieder zurückkehren. Also hier oben. Damit wir dann nämlich auch mal weiterkommen, ne? Weil da gibt es auch noch einen Becher und wir brauchen die halt alle. Naja, auf jeden Fall legen wir jetzt hier los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und es müsste, glaube ich, gleich eine kurze Videosequenz kommen. Dann kann ich hier mal einen Schluck trinken, ne? Okay, ganz ruhig bleiben. Außerdem haben wir in der letzten Folge auch am Ende eine neue Waffe bekommen. Ein großes Schwert, was Magie benutzt. Okay. Hallo, Kürbis. Okay, der Kürbis, der ist jetzt noch nicht so böse. Okay. Die sind schon ein bisschen arschig. Was ist denn hier eigentlich los? Was? Haben die mir gerade viel Leben abgezogen? Was ist das denn? Was zum... Hey, what? Aha. Wie jetzt? Ach, hier würde es zum Becher gehen. Aber den Becher kriegen können wir noch gar nicht mitnehmen. Schade, die... Egal, wir haben den Becher schon mal gefunden. Dann können wir den nämlich holen, wenn wir genug Gegner erledigt haben. Ich bin schon mal gespannt. Finde immer noch lustig, wie unser Held rumläuft. Das sieht nämlich aus, als würde er ein bisschen Kacke in der Hose haben. Also, die platzen. Die miesen Kürbisse platzen. Die ziehen mir ganz schön viel ab. Ah, hier komm, ich hack dich. Oder ich schlag dich zu Brei. Die hat schon geplatzt. Spürt die Macht des Donners. Okay, das hat gut funktioniert. Frage ist nur, was ist denn hier jetzt ein Gegner? Bin ich hier nicht reingekommen? Ach so, ich bin jetzt gerade wieder zurückgelaufen. Verstehe. Also, wenn wir jetzt hier den Weg weiterlaufen. Ich finde es übrigens immer noch ziemlich lustig. Hier los. Hallo? Kürbisse? Ey, die können mich ja sogar abschießen. Okay, da haben wir jetzt was aufgemacht. Boom, Baby. What? Was hab ich gerade gemacht? Achso. Lass mich! Alter, was geht denn hier ab? Das ist immer eine krasse Gegend, ne? Und übrigens, fast auf jedem Level gibt es jetzt inzwischen auch Bosse.
So, warte, wir müssen nach oben, weil hier ist nichts weiter. Ah, ich fahre also nach oben. Interessant. Unten wird bestimmt noch irgendwas sein. Also ein Geheimnis oder sowas. Fahre ich jetzt nach unten? Ich sehe es nicht. Ja, so ein bisschen. Also ganz langsam. Sieht irgendwie voll witzig aus. Okay, ich dachte jetzt, da würde eventuell noch ein Geheimnis rumliegen, aber leider ist dem nicht so. Deswegen kann ich es auch wieder nach oben fahren. Ich denke, dass da irgendwas zu finden ist oder so. Aber leider nö. Okay. Wo musste ich jetzt die Chaos-Rune reinmachen? Hier, ne? Genau. Dann lade ich mal schnell meinen Hammer auf. Ja, komm! Friss meinen Hammer! Schlag ihn dir gegen das Gesicht! Hahaha! Da kommt noch ein Kürbis. Okay, da brauche ich eine Rune. Heil mich bitte ein bisschen. Okay, ja. Holla, was geht denn hier ab? Da haben wir noch mal ein bisschen Geld. Aua! Ah, ist hier noch ein Kürbis, der explodieren will? Also ich brauche die Erdrune. Okay, warte mal, dann müssen wir hier lang, ne? Aha! Was war denn das jetzt für ein Minisprung, mein Freund? Daniel, Fortescue, was ist mit dir los? Man kann auch nicht sehen, wie weit man springt. Also ein kleines Problem. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Gold. Vielleicht auch eine Rune? Ja. Na? Wer will noch was? Alter! Ihr seid doch mies! Okay, die Rune haben wir auch. Dann gehe ich jetzt erstmal nach hier hinten. Ich lade mal wieder meinen Hammer auf, weil ihr habt schon gerade gesehen, es gibt ein paar Überraschungen, die auf uns warten. Moin. Okay, Energieflaschen haben wir auch gekriegt. So, da kommen wir wahrscheinlich nach unten.
sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, jetzt verstehe ich. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 57% gerade mal. Es wird ja ein schöner langer Weg. Na! Oh. Ey, man sieht es echt so kacke. Schön, zweites Fläschchen habe ich jetzt verbraucht. Danke, Spiel. Ey, man kann es echt scheiße einordnen. Also wirklich ganz kacke. Aha. Oh, nee. Das denn? Oh Mann, ey. Geht doch! Boah, Junge, was geht denn hier ab? Ich habe die Zeitrune bekommen. Ich brauche auf jeden Fall Heilung. Mich gerade verarschen? Stirb doch! Mmh. Nur den Hammer der Schmerzes, Alter. Okay, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Ach, da geht's leider nicht lang. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurück? Ey, das wäre jetzt hart, ne? Aber dann haben wir wenigstens den Kelch. Okay, ich kürze mal kurz ab, damit wir nicht über die Pilze springen müssen. Oder auf die Pilze. Okay, warte mal, wo war es denn jetzt? Da, ne? Genau. Und ich kann mich ein bisschen aufladen, vorsichtshalber. Naja, wir haben fast eine ganze Flasche zurückbekommen. Das ist auch mal was. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist es jetzt? Wo geht's hier lang? Können mir die Kürbisse vielleicht mal ein bisschen weiterhelfen? Da geht's auch nicht lang, aber da oben. Und ich mach gleich Boom, Boom. So, hier ging's rein, ne? Genau. Wo ging's denn jetzt weiter? Wir können übrigens unsere Waffe aufladen. Denn lass dir schmecken. Nam, 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 nam. Okay. Und hier ist der Kelch. Der Heldensaal wartet auf mich. Oh yeah. So. So. Jetzt gehen wir nur noch mal zurück.
Ich glaube, ich mach's gerade wie zuvor, dass ich nicht mehr auf die Pilze springe, weil die Gefahr ist groß, dass du halt das nicht erwischt, ne, und dann runterfällst. Und dann bist du tot. Und das wollen wir ja nicht. Von daher werde ich das jetzt ein bisschen anders handhaben. Ja, wir machen das jetzt so. Genau, perfekt. So, gibt's denn hier noch irgendwas? Was war ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Aha. Was für ein Weg öffne ich denn hier? Okay, hier gibt's ein bisschen Geld. Und ein Pilz, der nach oben wächst. Warte mal. Was haben wir auf der anderen Seite? Hä? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Warte mal. Ja. Warum habe ich das vorhin nicht gesehen? Oder habe ich es übersehen, weil ich von Leuten oder von den Kreaturen angegriffen wurde? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich höre hier was. Was kommt denn hier? Verneigt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt. Er ist rund, er ist gesund und er ist Zaroks Geheimrezept. Er ist König Kürbis. Alles klar, ich glaube, du hast irgendwas geraucht, was dir nicht gut getan hat. Vielleicht die Pilze hier im Wald oder der Kürbis vielleicht? Wer weiß das schon? Okay, wir haben jetzt erstmal das geschafft. Jetzt geht's zum Heldensaal. Warte mal, dann müsste ich ja eigentlich... Genau. Bei den dritten Helden unten jetzt nochmal präsent sein. Und dann kommen wir ja schon zu der... Vielleicht nach oben, zu den Helden. Im Heldensaal muss man sich Verbündete suchen. Zack, ritsch, ritsch. Kaum rollen ein paar Zombie-Köpfe und schon glaubt ihr, ihr habt euch im Kampf verdient gemacht. Ihr seid doch lange nicht am Ziel. Du kannst mir mal. Lecker. Ich glaube, sonst bin ich voll. Ja. So. Also, wir reden mal oder hier dem Helden, dessen Namen ich vergessen habe. Mein Gott, Fortescue, ihr seid vielleicht ein Glückspilz. Ich habe hier was, das ich euch leihen könnte. Nehmt es, wenn ihr wollt. Denkt aber daran, dass ich das nicht für euch klapperigen Schwachkopf tue, sondern nur für das arme Volk von Galloway. Ach so. Zwei Kisten. Nice. Ja. So. Als nächstes wird es wahrscheinlich nach oben gehen, weil wir haben jetzt die Helden hier unten alle abgeklappert. Und mal sehen, in welche Richtung es denn weiter geht. Wahrscheinlich da. Oder da? Nee, wahrscheinlich hier. Da nach oben. Sieht schon lustig aus. Wenn die dann alle... Naja. Gesammelt sind, können wir ja erstmal ordentlich einen durchzischen. Erstmal schön ein Mädchen trinken. Met meine ich jetzt, nicht Mädchen. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch schnell was mache oder nicht. Nee, das Gemüse will ich jetzt nicht weitermachen oder den König... Wir haben hier oben noch was. Und zwar das schlafende Dorf. Das hört sich doch ganz interessant an. Ich wollte ja eigentlich zum Zauber oder zur Zaubererde, Zauberwald, wie auch immer. Aber lasst noch ein bisschen was sammeln. Wenn wir da zurückkehren, möchte ich gut gewappnet dahin gelangen. Und ja, ist da auch mal was.
Diese Stadt war einst so lebhaft. Was ist das Gegenteil von lebhaft? Tothaft? Ja, genau, das ist die Stadt jetzt. okay. Okay. Der Meister beherrscht die Dorfbewohner, tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen, die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Also ihr habt schon gehört, wir dürfen jetzt niemandem wehtun. Das heißt vor allem auch den Kindern nicht. Was ist denn das hier, eine Schmiede? Okay, wir müssen anscheinend irgendwas sammeln. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Kirche. Da können wir uns aufladen. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Okay. Dann machen wir das mal. Aber wir dürfen halt keinen Dorfbewohner dabei halt ein Haar krümmen. Ob das auch die Kinder umfasst? Wahrscheinlich, ne? Oh Gott, die sind aber mal gemeingefährlich. Wow, 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 wow. Alter, was ist mit dir los? Kumpel, bleib ruhig. Aua, aua. Warum spawn ich denn direkt bei ihm? Ah, okay. Oh, Junge. Du bist ja gemein. Da kann ich nicht rein, oh. Mann, Junge. Junge! Alter! Puh. Ach, da brauchen wir auch noch eine Rune. Ah, super. Aber das, den Gegenstand müssen wir wahrscheinlich darauf schieben. Was haben wir denn da? Hallo? Ah. Und blub. Okay, da gibt es eine Chaosrune. Für was auch immer die jetzt gleich da ist. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin ganz lieb. Da war die Chaosrune. Hier, da, genau. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah! Ich habe gerade irgendeinen Gegenstand aufgenommen. Und zwar um ein Kruzifix nochmal herzustellen. Mein Gott. Boah, Junge, ey. Das ist ja mal krank. Oh Gott. So, wo war das jetzt? Also hier war das mit dem Kruzifix. Genau, also... Ach Quatsch. Ich will zur Schmiede. Waren jetzt hier die Schmiede da hinten? Okay. Inventar öffnen. Das kommt erstmal da rein. So, wo war denn jetzt das andere Symbol? Irgendwo hier unten, oder? Och Mann, ey. Boah, Alter, das sind doch keine normalen Kinder. Haben wir da, was haben wir da? Oh, mein Gott. Ich komme hier nicht weg. Oh. Alter Falter.
Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Ey, ich weiß es nicht mehr. Das ist doch Kacke, ist das. Ey, ich habe keine Ahnung. Hier hinten vielleicht. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Bei der Kirche kann's nicht sein. Hier auch nicht. Ey, das macht mich fertig gerade. Ich hab's vergessen. Hier vielleicht. Hier war ich doch schon ein paar Mal drin. Ey, das macht mich gerade echt kaputt. Da vielleicht. Ey, ich sehe hier nicht durch. Nee, hier auch nicht. Mann, ey, das ist so kacke. Wo war ich denn? Wo war ich noch nicht? Was ist das denn? Alter, ich... Nee. Ey, das haben sie kacke gemacht. Es gab doch irgendeine Türe, wo ich rein musste. Vielleicht hier, ja, da. Mann! Ey! Ey, nee, das ist... Ey, Junge, kannst du jetzt auch mal das machen, was ich will? Das wäre nett. Genau, heul mal weiter. Boah, ich habe fast keine Energie mehr. Boah, ey. Ja, ja, super. Hallo. Ich darf den nicht töten. Boah, war das knapp. Mein Gott, Alter! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe! Jetzt muss ich wieder nach oben. Ach ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich... Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Jetzt müssen wir nämlich zum Schmied wahrscheinlich das einschmelzen und danach zur Kirche. Ey, das macht mir echt fertig, ne? Los, Leute! Stellt alles auf den Kopf! Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, lässt uns Sarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern! Also den Wachen dürfen wir was tun. Okay. Keine Ahnung, wo jetzt der, wo die Schmiede ist. Da ist die Schmiede. Also irgendwo sind noch Gegner. Okay, da haben wir jetzt die Büste. Und jetzt muss ich wahrscheinlich nicht hier raufspringen, ne? Komm schon. Hui, geil. Wir haben ein Kruzifix.
Und damit können wir jetzt weiter. Na. Oh. Ich bin wieder gestorben. Boah, Alter, das ist nur nervig, ey. Du kannst auch beim Laden natürlich nicht das nachmachen, ne? Ach, hier. Ansonsten habe ich keine Chance. So, Inventar öffnen bitte, danke. Okay, jetzt kann ich da unten lang. Sehr geehrte Mitbürger, auf meinen Reisen durch Galaumee habe ich viele geheimnisvolle und zauberhafte Dinge gesehen. Doch am allermeisten erschreckte mich die Entdeckung der Gruft der Schattendämonen. Der Schlüssel zu ihrem feuchten Kerker. Das rätselhafte Schattenartefakt befindet sich in meinem Besitz. Dieser Tyrann im Kleid, Zarok, wird vor nichts zurückschrecken, um das Objekt zu bekommen. Ich fürchte, er weiß bereits, dass ich es besitze. Mit furchtsamen Grüßen, der Bürgermeister. Okay. So, ich brauche aber noch ein paar Bösewichte. Kann ich da unten lang? Nope. Da kann ich auch nicht lang. Okay, wir müssen anscheinend den einen Weg gehen, wo uns da dieser eine Typ die ganze Zeit angreift. Hier lang. Gut. Das ist schnuggelig. Okay. So, nur noch eine Wache. Und dann haben wir's. Was haben wir denn hier eigentlich? Aha. Hier wäre der ja eigentlich. Okay, warte mal. Ich brauche noch eine einzige verschissene Wache. Aber ich brauche erstmal noch das Schattenartefakt. Kann ich das jetzt öffnen? Nee. Hä, wie komme ich jetzt da rein? Oder muss ich da übers Dach einsteigen? Hm. Naja, es geht. Das Probieren geht. Ach Mann, ich laber gerade einen Müll zusammen, ey. Muss ich darüber? Nee, oder? Nee, da rein, oder? Ja, über... Natürlich. Jupp. Okay, was haben wir denn hier? Da machen wir das Tor auf. Da sind die letzten Wachen. Und hier ist noch was. Da haben wir einen Tresorschlüssel. Und noch eine richtige Ritterrüstung ist da auch. Nimm die doch mit. Kannst du jetzt auch mal bitte da rausgehen? Hä? Ah, hier. Boah, Stasch kompliziert. So, das haben wir auch gemacht. Jetzt gehe ich nur noch schnell zu den Wachen, wenn ich die finde. Da. Okay, wir brauchen nur eine Wache eliminieren. Aber warte mal.
War ja klar. So, das haben wir geschafft. Ja, dafür ist das Schwert richtig gut, ne? Wo ging's denn jetzt? Ich brauche jetzt was von hier. Danke sehr. So, damit haben wir das geschafft. Ich glaube, wir werden beim Heldensaal diesmal die Folge beenden. Weil wir müssen da jetzt eh durch, ne? Ich finde es auf jeden Fall großartig gemacht, das Spiel. Und so weit war ich auch noch nicht. So, das hatten wir geschafft. Yeah! 2 Level abgeschlossen diesmal. Und wir sind beim Heldensaal. Und vor allen Dingen, wir können nach oben gehen. Yay. Hoffe ich zumindest. Ja, die Treppen sind fest. Okay. Wir können jetzt endlich nach oben gehen. Aber mein... Warte mal, kann es sein, dass das Schild schon ein bisschen fester geworden ist? Nope. Aber man sieht schon, wir sind langsam ein bisschen besser sichtbar als noch vor 2 Folgen, ne? Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal. Hier hin, oder? Ja. Da. Sagt, was muss eine Kriegerkönigin tun, um jemanden wie euch zu treffen? Nicht so schüchtern, mein Kleiner. Ich weiß, ihr habt ein Auge auf mich geworfen. Und obwohl ihr schwach wie alle Männer seid, mag ich euch, Daniel. Hört mal, euer Pfeil und Bogen mag ja zum Spielen gut und schön sein. Aber für den Ernstfall nehmt ihr lieber diesen Speer. Genau, ganz meine... Oh, geil. Okay, das ist natürlich cool. Wir haben einen Speer bekommen. Und wir haben jetzt den Hammer. Also, wir sind jetzt gut ausgerüstet, würde ich mal behaupten. Das heißt also, ich werde auf jeden Fall dann mit euch gemeinsam bei der nächsten Folge zur Zaubererde gehen. Weil da habe ich ja bei Folge 2, glaube ich, genau, da war nämlich so ein Hexenkessel. Und da können wir nämlich hingehen, um eine Hexe zu beschwören. Und, ja, weiter weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir da dann das nächste Mal weitermachen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.